Wir spielen wieder eine Runde Ausfahrt TV, kurz und knackig. Ich habe für euch da draußen alle relevanten Fakten zur Modellpflege der Mercedes-Benz C-Klasse. Laut Mercedes ist es die umfangreichste Modellpflege der C-Klasse überhaupt. Über 6500 Teile wurden geändert oder getauscht, wie zum Beispiel der komplette Kabelbaum. Zum Marktstart bietet Mercedes 10 Motorisierungen mit einer Leistungsspanne von 122 bis 390 PS an. Ganz neu sind zwei Motoren, einmal ein 1,5 Liter Benziner rein, Vierzylinder mit 48 Volt Technologie und ein 1,6 Liter Diesel ist ebenfalls ganz neu im Programm. Alle Motoren erfüllen jetzt die neue Abgasnorm Euro 6 D-Temp. Die Modellpflege der C-Klasse bringt auch ein echtes Facelift mit sich. Die Fronten sind nochmal nachgeschärft worden. Zudem hat man dafür gesorgt, dass sich die 5 unterschiedlichen Ausstattungslinien an der Front deutlich voneinander unterscheiden. Ganz neu sind auch die optionalen Multibeam-Voll-LED-Scheinwerfer. Die haben jetzt 108 Leuchtdioden und haben Fernlicht, was 650 Meter weit strahlen kann. Drei neue Farben hat Mercedes in den Farbfächer der C-Klasse mit aufgenommen. Dazu gibt es 20 neue Felgen, neu gestaltete Felgen. 4 von denen sind besonders aerodynamisch geformt. Auch die Stoßfänger am Heck zeigen jetzt die Eigenständigkeit der jeweiligen Ausstattungslinie. Die Rückleuchten sind generell abgedunkelt worden. Die Limousine hat sogar ganz neue Rückleuchten bekommen. Der Innenraum ist noch mal deutlich aufgewertet worden. Wir haben jetzt neue Lenkräder mit den Touch-Controls, die wir schon aus S- und E-Klasse kennen. Ebenfalls hinter dem Lenkrad das 12,3 Zoll Display. Und für das Infotainment-System haben wir jetzt ein 10,25 Zoll Display. Das Ambient Light hat jetzt 64 Farben, aber eigentlich ist das alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die kompletten Steuergeräte und die Sensoren wie Kameras und Radar sich jetzt auf dem Stand von E- und S-Klasse befinden und somit die Assistenzsysteme auf dem neuesten Stand gebracht worden sind. Die modellgepflegte C-Klasse, die kann man heute schon online konfigurieren und auch bestellen zu einem Einstiegspreis von 36.700 Euro. Ab dem 7. Juli 2018 steht sie dann bei deinem Händler für Probefahrten bereit. Willst du mehr wissen zu diesem Fahrzeug, dann guck doch gerne das lange Review bei uns bei Ausfahrt TV. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.